me that you love me, even if it's fake. Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Anscheinend gibt es wieder ein neues Event. Gräber der Gefallenen überall in England und oft auf der anderen Seite des Flusses von Hefnatop sind seltsame Zeichen auf gewissen Steinen erschienen. Sind Felsen, die tief wirken, vielleicht reine Trugbilder, die Geheimnisse der Alten verbergen? Erkunde höhlenartige Bri-Blabla-Gräber und entdecke rätselhafte Rüstungen, die Gräber der Gefallenen. Sprich mit den Schaulustigen am Hafen der Siedlung, um damit anzufangen. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt auf uns zukommt, ehrlich bin. Das schaut cool aus. Richtig cooles Boot. Wo denn? Ich sag's dir. Sei nicht dumm, Brun. Jeder weiß, dass Odin die wilde Jagd anführt. Eivor! Wer führt die wilde Jagd an? Odin. Warum? Ich erklärte ihm gerade Asgards Raid. Der will daraus doch wirklich einen Schönheitswettbewerb machen. Keinen Wettbewerb, einen Umzug. Ich dachte, wir könnten uns als Götter aus beiden Landen verkleiden. Vielleicht könntest du ihn anführen, Eivor. Asgards Raid ist keine Feier. An diesem Tag wird der Schleier zwischen den Welten dünn. Die Toten würden uns heimsuchen, wenn wir sie nicht ehrten. Sehr wahr. Und man sagt, die Götter kommen nach Midgard, um zu jagen. Tiere ebenso wie Menschen. Es wäre nicht klug, ihre Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Weise von dir, den Zorn der Götter zu fürchten, Dänin. Aber durch Versteckspiel wirst du der wilden Jagd nicht entkommen. Ich hatte dich doch gebeten, die Leute nicht zu belästigen, Onkel. Hast du dich etwa wieder an den Kräutern bedient? Bevormunde mich nicht, du kleiner Wurm! Und nenn mich gefälligst Bruder Muckeswell wie die anderen auch! Niemand nennt dich so. Ich hab dich hier schon rumschleichen sehen, wie du überall deine Räuchertöpfe aufstellst. Im ganzen Dorf riecht es wie bei einer Seherin. Diese Töpfe stehen dort, wo der Stoff des Schleiers am schwächsten ist, sodass wir Bedrohungen sehen können, ehe sie über uns kommen. Tut mir leid, Eivor. Dauernd taucht er einfach auf, ohne Vorwarnung. Ich habe ihm erlaubt, bei mir zu wohnen, solange er hier ist. Du tust gut daran, gastfreundlich zu sein. Und wir sollten die wilde Jagd tatsächlich begehen. Menschen beider Glaubensrichtungen fürchten sie. Und wie findest du, sollten wir Asgards Raid begehen, Eivor? Mit Prüfungen für Können und Stärke, wie Thyris Bogenschießplatz. So zeigen wir, dass wir keine leichte Beute sind. Sveina gestaltet ein weiteres Ereignis. Ihr letzter Wettstreit war ein voller Erfolg. Gut, richte ihr aus, wir nehmen teil. Aber nicht um zu feiern, sondern als Vorbereitung auf die wilde Jagd. Sag's ihr selbst? Du leitest doch die Vorbereitungen. Ich? Das habe ich nie... Und statte auch Gudmunds Huldigung der Toten einen Besuch ab. Sicher hast du das Schiff mitten in der Siedlung gesehen? Nee. Es ist mir aufgefallen, ja. Gut. Möge Odins Weisheit dich leiten. Also kein Umzug. Ich habe eine bessere Aufgabe für dich, Brun. Du richtest darüber, wessen Können die Götter beeindrucken wird. Du bist der Hüter der Marken. Ich werde der beste Richter sein, den du je gesehen hast, Eivor. Geh wegen der Marken zu Norwid. Sag ihm, ich schicke dich und werde später nachkommen. Meine Kräuter lassen uns das Unsichtbare sehen. Aber du bist es, die als Anführerin den Schleier durchqueren und die Geheimnisse der Anderwelt enthüllen muss. Ach, ich habe nie zugesagt, Anführ... Weg ist er. Na, wo ist er denn hin? Vielleicht hätte ich Brun seinen Umzug lassen sollen. 20 Questmarken.
vor. Na, einmal zurück kurz. Auf der Jagd nach Ehre. Bereite den Rabenclan für die wilde Jagd vor. Gewinne jede Asgard-Raid-Herausforderung. Zeige dem Clan, dass Hefnatop sicher ist. Mal Quests markieren. Ah, die sind schon markiert. Jetzt sind doch nicht markiert. Mal die erste. Sprich mit Alwin. Guten Tag, Alwin. Guten Tag, Eivor. Ich habe gehört, du leitest das Herbstfest an. Ich freue mich schon aufs, wie heißt das nochmal? Asgards Raid. Und ich leite nicht. Ich rede nur mit Menschen. Keine falsche Bescheidenheit. Sicher spielst du eine größere Rolle, als dir klar ist. Übrigens, du solltest Bruns Onkel im Auge behalten. Er lässt überall brennende Töpfe herumstehen. Ich weiß, er ist etwas eigenartig, vielleicht sogar verrückt. Aber ich denke, er hat ein gutes Herz. Ich sage auch nicht, dass er Böses im Schilde führt, aber Brun berichtete, er habe einmal eine Kirche niedergebrannt. Aus Versehen. Oh. Und vor kurzem sah ich ihn auf dem Weg zum Waldesrand. Die Arme voll beladen mit Zündholz. Er brennt den Wald nieder. Wo finde ich ihn? Folge dem Rauch. Folge dem Rauch. Ah, die Richtung. Rauchsäule. Drüben raucht's auch. Hier raucht's auch. Vielleicht ist er hier. Dieser beißende Rauch ist gar nicht so dicht. Aber er vernebelt mir den Huger mehr als den Blick. Wenn deine Gedanken verschwimmen, blicke tiefer in dich hinein und suche Klarheit mit deinem inneren Auge. Habe ich das eben etwa laut gesagt? Ich weiß, wie es ist, auf der Schwelle zwischen zwei Welten zu stehen. Ich glaube, dein Qualm benebelt dich. Hältst du es für einen Zufall, dass du hier bist? Nein. Die Nornier überlassen selten etwas dem Zufall. Dann öffne deinen Geist für die jenseitigen Welten, wenn der Schleier, der sie verbirgt, gelüftet wird. Und was soll ich dann sehen? Das musst du wissen, nicht ich. Wonach strebst du denn? Ich will mein Volk beschützen. Vor der wilden Jagd. Durchquere den Schleier. Stelle dich deiner größten Angst. Und triff deinen ärgsten Feind. Meine größte Angst. Es braucht mehr als Kräutervisionen, um mir Angst einzujagen. Der ist gut. Kann sich immer so unsichtbar machen. Habe ich den Schleier durchquert? Unheimlich ist es hier, aber nicht furchteinflößend. Was für Feinden könnte ich hier begegnen? Geistern der Toten? Ob Cutvie in dieser Underwelt wandelt? Ja, und? Rebe nach der schützenden Macht. Keine Ahnung, was ich tun soll.
interagieren. So, da kommen wir dann wieder zurück. Offensichtlich. Oder? Ganz klar wissen. Ich muss festen Boden unter den Füßen spüren, ehe ich wieder in der Underwelt wandeln kann. Okay. Durchquere den Schleier erneut. Komme, was wolle. Ah, okay, die Karte ist gar nicht verfügbar. Komm mal in die Richtung. Ist gar kein Stein. Ich spüre hier eine Macht. Sie ist unsichtbar. Wesen. Durchwirkt mit Veden aus Urts eigener Hand. Schafft diese Rune einen Wall um das Land. Okay, die Waffen habe ich wenigstens dabei, aber. Weiß trotzdem nicht wohin. Deswegen. Einfach diesen Schleiern da. Was? Ah, das dürfte wieder mal so ein Schieberätsel sein. Das schaut echt gut aus da. Eine Kraftrune. Vielleicht ist der Mönch doch nicht so verrückt. Dann hätten wir schon mal was gefunden. Zur Seite, Geist. Ich komme wegen der Rune. Ich will deine Trauer nicht verschlimmern. Dieser Geist könnte mein Zwilling sein. Diese Mordlust in den Augen. Schatten-Eivor. Da passiert nichts. Na klar. Das wollte ich nicht. Au. Oh.
zu besiegen, brachte mir keine Freude. Dieser Kampf war anstrengender als gedacht. Ich werde schwächer. Okay. Plumps. Lass doch die Rune wieder. Ich muss die Rune im Schlaf gemalt haben. Also doch gar nicht so seltsam. Sie strahlt keine Stärke aus wie in der Anderwelt. Aber sie wirkt dennoch beruhigend. Quest abgeschlossen. Begutachten. Eine Rune der Macht schützt nun unser Heim. Vergossenes Blut soll Schild uns nun sein. Cool. Eine haben wir abgeschlossen. Ich habe vorher gerade meine Nahrung einmal benutzt. Ah, interagieren will ich nicht. Ich würde gerne was essen. Da gibt's nichts. Okay. Zum Berauben? Nein, ein ehrenvoller Tod. Irgendwann muss ich die Flussabzüge einmal machen. Ein stolzer Mann von königlicher Natur, auch wenn er kein König war. Was haben wir denn da? Sieht komisch aus. Untersuchen. Du baust wirklich gern Schiffe, Gudmund. Selbst wenn sie nirgends hinreisen können. Er ist wohl überzeugt. Wie ich sehe, haben einige Leute die Namen von Toten in den Schiffsrumpf geritzt. Haki, Asa, Aslaug. Diese Namen habe ich seit meiner Kindheit nicht gehört. So viele sind in dieser schlimmen Nacht gefallen. Svein, ein großer Mann mit feinen Zügen. Wir werden ihn so schnell nicht vergessen. Da sind meine Eltern. Roster. Sie gab ihr Leben für das ihres Kindes. Ich sorge dafür, dass es nicht umsonst war. Barim. Er opferte sein Leben für den Rabenclan. Mögen die Götter sein Opfer würdigen. Soll der Allvater darüber richten. Seltsam. Zu diesem Namen gibt es keinen Beisatz. Kalf. Diesen Namen kenne ich nicht. Gudmund, kennst du jemanden namens Kalf? Nein. Der einzige Name, der nicht ins Holz geschnitzt, sondern mit Kohle geschrieben ist. Hast du zufällig gesehen, wer das war? Kann sein. Da war vorhin einer, den ich nicht kannte. Humpelnd und strauchelnd, als würde das nicht mehr lange machen. Sein Gesicht habe ich nicht gesehen. Gesprochen hast du mit ihm nicht? Er hat nichts gesagt. Falls du ihn suchen willst, er ist da lang. Ich mag es nicht, wenn es hier solche Geheimnisse gibt. Nee, ich auch nicht. Humpelt, kann er nicht so weit gekommen sein. Ich möchte nur ganz kurz. Ja, gibt's. Seit dem Update wieder neue Fertigkeiten. Meine Punkte aber.
aufarbeiten. Gifthauch. Dolch und Sichel habe ich nicht. Den möchte ich haben. 1, 2, 3, 4. Sind wir das? Damit. Da geht's ja was, glaube ich. So, dann suchen wir den Kollegen schnell. Entschuldigung. Ein humpelter Kumpel. Tirvi, hast du einen humpelnden Mann gesehen? Das habe ich. Er ging vom Langhaus Richtung Norden. Langhaus Richtung Norden. Na, wo ist er denn? Nee, da sind wir schon dran vorbei. War das aber nicht der da, oder? Bonum Fortunam, Eivor, auf all deinen Wegen. Ja, genau. Dem kann ich nicht reden. Auf der Karte vielleicht. Er kann nicht so weit weg sein da. Vielleicht den Weg da Richtung Norden. Jetzt ein Meter. Das wird wohl das Ende seiner Geschichte sein. Es sei denn, die Toten können erzählen. Ah. Das ist er. Seine knöchrigen Finger sind voll Kohlestaub. Ehe er starb, schrieb er noch etwas. Hohle Nachricht. Ich allein sah die Angreifer vom westlichen Fluss kommen. Eine Warnung rettete ihnen das Leben. Ich allein sah den Angriff von jenseits des Flusses im Westen. Meine Warnung rettete ihnen das Leben. Er hielt Wache am westlichen Fluss. Ich muss einen Ort mit einer besseren Aussicht finden. Ort mit einer besseren... Westlicher Fluss. Da drüben irgendwo, ne? Der sein Logo gehabt, bitte. Oh, was ist das? Aha. Jetzt ab. Welch Seder ist das? Diese. Diesen. Eigenartige Säulen. Ich bin erstaunt von den gewöhnlichen Steinkonstruktionen in den Gräbern. Ich kann nicht glauben, dass die Bretonen, die in Hütten aus Heu leben, solche Säulen hätten behauen können. Längst vergessene Völker müssen sie errichtet haben. Baumeister des Kaisers. Da unten was? Wir springen mal.
oder? Wertvoll, okay. Das schaut aus, als ob wir es schießen können. Lesen. Befehl von Nero Claudius Germanicus, Kaiser von Rom. Manius, ich kenne dich als fähigen Baumeister mit kühner und manchmal diabolischer Fantasie. Daher gebe ich dir diesen wichtigen Auftrag. Die Barbaren aus Britannien haben angefangen, sich an den Gräbern ihrer Helden zu sammeln. Sich an den Gräbern ihrer Helden zu sammeln, als wären es heilige Schreine. Dort zetteln sie eine Rebellion gegen Rom an und das heißt gegen meine eigene Person. Und da steht noch mehr. Und da haben wir fast noch was gelb da drin. So durch. Sehr Schweres hierher bringen. Schweres. Sehr Schweres. Das Pünktchen sehen, aber ich weiß nicht, was es ist. Das ist der Aufschlag. Ah, ist was ganz Schweres. Das könnte nützlich sein. Dahin. Da agiert. Wo hört das hin? Keine Ahnung. Wo kann das nur hingehören? Niemand wird das erfahren. Was cool ist, mal ganz was anderes dazwischen drin. Ah, ein verborgener Raum. Scheint das Werk von Römern zu sein. Bin ich mir nicht so sicher wie du. Letzte Dilemma. Alle Gräber werden jetzt von meinen Vorrichtungen geschützt. Doch bezwingt mich dieser letzte Gang. Was kann nur dahinter liegen? Wie öffnet man seine seltsame Pforte? Es ist vielleicht das einzige Problem, das ich nicht lösen kann. Doch. Was hat da was? Schlüssel aufnehmen. Da was. Versiegelt. Lässt sich nicht öffnen. Schaut ja richtig cool aus da. Dafür hatten wir doch den Schlüssel, ne? Ah!
Was hat denn da die Stacheln reingeworfen? Alter Verwalter. Notiz des römischen Baumeisters Kaiser Nero übertrug mir eine Aufgabe, die dem Wahnsinn entspringt. Die Werkstatt eines Verrückten. Notiz zu Drehfallen. Ich konnte einen gutgläubigen Donen in eine der Drehfallen locken. Erfolgreiche Zerstückelung. Da drüben, weil du bei mir eine gelaufen. Ja, das ist das gleiche. Notiz zu Stachelwänden. Der Versuch mit den Tieren hätte wenig Erfolg. Ich muss die Stacheln schärfen. Oh. Ah. Okay. Hammer schnell rüber, das hilft. Was haben wir da gekriegt? Heldentodmantel. Cool. Tut. Und hol da rein. Das haben wir super gemacht. Ja, geschickt bin ich, ne? Schauen wir da drüben nach, was? Da kommen wir nicht hin, gell? Manche Orte sind hervorgehoben. Können wir da auch gehen? Ah, das geht nicht. Die Dinger gern mitgenommen da. Auf die Karten, dass sie das nicht irgendwie übertragen, oder? Da brauche ich glaube ich auch noch nicht bei den Orten. Aber ich glaube, da drin habe ich da jetzt alles. Was ist auch immer hier. Außer dem Mantel wird es ja nichts gegeben haben da. Wieder Aufzug benutzen. Das war mal ein cooler Ausflug, Dani. So. Muss man weiter suchen. Aussichtspunkt. Da oben vielleicht. Da wo es raucht. Das war kein Lagerfeuer. Der Mönch war hier.
Sein süß-säuerlicher Qualm hängt in der Luft. Huch, da. Panorama-Ansicht. Des Mönchs mich Unsichtbares sehen lässt, kann ich vielleicht auch das Schicksal dieses Toten erfahren. Dann probieren wir es mal aus. Der Mönch hat da überall seine Finger mit drin. Wo bin ich? Sehe ich das, was Kalf sah? Von hier aus hat man einen guten Überblick. Aber es ist zu weit weg, um warnende Worte zu rufen. Er musste sie irgendwie anders warnen. Vielleicht mit Feuer. Feuer. Aber es kann nicht ewig weit west gewesen sein, das Feuer. Wir fanden Kalf bei deinem Schiff. Das, was von ihm übrig war. Oh. Die Götter verbrannten dich mit deinem eigenen Feuer! Verräter! So einen Armreif habe ich schon einmal gesehen. Als Türbjörn einen Mann aus Vornberg verstieß. Ja, das war jetzt das da. Da vorne Feuer gehabt. Da was finden ist richtig schwierig. Da ist wieder was. Schlag zu! Ehe sie sich sammeln! Hier wurden Waffen zurückgelassen. Sehr gut gefertigt. Solche, die Nietklingen bei sich führen. Keine Bauern. Hier wurde eine große Schlacht geschlagen. Im Wasser? Echt? Sie verbrennen Umas Schiff! Die verbrannten Überreste eines Langschiffbugs mit einer geschnitzten Schlange. Die Söhne Ragnars. Das gehört zu Umas Schiff. Im Wasser. Wache am Abend des Angriffs. Söldner kamen zu Land und er konnte die anderen nicht rechtzeitig warnen. Also setzte er Ubers Schiff in Flammen, als Signal. Uber muss außer sich gewesen sein und wird Kalf die Schuld am Angriff gegeben haben. Dann ließ er ihn wohl zurück, als das große Heer weiterzog.
Das war eine Sucherei. Nun, da ich Kalfs Geschichte kenne, werde ich sie auf Gudmunds Schiff schreiben. Oh, Belohnung gibt's danach. So, dann zurück ins Dorf. So, ein Witzen. Gravieren, was auch immer. Deine Kräuter haben mich hinter den Schleier blicken lassen. Ich konnte durch Kalfs Augen sehen, was ihm widerfahren ist. Kalf rettete seine Leute und soll geehrt werden. Was siehst du, wenn du hinter den Schleier blickst? Zu sehen, was ich sehe, würde dich den Verstand kosten. Frage mich nicht, und ich werde dich auch nicht fragen. Kalf rettete seine Siedlung. So, wie viele Quests haben wir da jetzt noch? Noch drei Stück. Gezielte Strategie, sicher Bogenschießen, das können wir super. Ja. So, ich hätte aber gesagt, mit dem werden wir jetzt den Part beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Likes und abonniert den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Tell me that you love me, even if it's fake.